Hallo, liebe YouTube-Zuschauer! Wir starten heute in die dritte Episode von Life is Strange. Wir hatten mal wieder Startschwierigkeiten, so wie jeden Tag. Das kennen wir ja schon fast, aber jetzt sind wir schon im Game drin. Wir starten direkt los. Es knistert. Wirst du auch Life is Strange 2 spielen? Also, so wie es mir jetzt gerade gefällt, dieses Spiel, safe. Super, super, super safe. Worum ging es wegen den Timeouts? Um Spoiler, aber das haben wir jetzt geklärt. Wir starten jetzt los und können Life is Strange endlich genießen. Meine Güte. Seid ihr bereit für den Rückblick? Bin ich gut von der Lautstärke, weil ich habe beim Schneiden gemerkt, dass ich so krank laut war, weil ich so laut geredet habe. Die Kamera ein bisschen nach da. Let's go! Ich trinke übrigens Eistee. Ich habe eben schon ein paar Mal gelesen. Als Leute gefragt haben. In the previous episodes of Life is Strange. Whoa. Called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about Chloe. Hey, Stelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please step back. You're kidding. Put that down. Ich hab geschossen. Please get me out of here. Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now I know today. Wir haben es zum Glück verhindert, Leute. Miss Coffey. Wir haben es zum Glück geschafft, Kate zu retten. Why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I believe anything this week. Ich glaube, Chloe liebt Max irgendwie. Ich glaube auch, ich glaube, das ist so ein bisschen Love Triangle. Also zwischen Chloe, Warren und Max. Und Leute, das hier ist so ein Punkt, wenn ihr wisst, was später passiert, dann schreibt jetzt nichts in den Chat, okay? Weil das wäre dann ein Spoiler. Kasia, herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank für das Sub. Mwah. Aufnahme habe ich gestartet, ja. Shani, du hast einen Sub. Dann hat dir wahrscheinlich jemand einen geschenkt. Du hast einen. Also du hast zumindest ein Unendlichkeitszeichen vor deinem Namen. Dürfen wir sagen, was wir glauben? Ja, eben, das ist der Punkt. Das möchte ich ja gerne. Ich möchte, dass ihr mir eure Meinungen schreibt. Nur wenn ihr das Spiel halt schon gespielt habt, dann wäre es schön, wenn ihr das nicht in den Chat schreibt, weil dann wisst ihr ja schon, was passiert. You know? Aber irgendwie feiere ich Chloe nicht so krass, weil man hat so das Gefühl, sie nutzt Max aus. Also ich finde sie auch nicht so toll, aber naja. Lana der Death! Vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Subs! Oh, ups. Dankeschön, Angie, Juju, Love, Symfinity Fan und Kira Horse. Herzlich willkommen im Universum. Die Lana hat euch... Subs geschenkt. Vielen Dank. I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. Hey, warum hat sie denn das Karnickel bei sich? Warum hat sie das Kaninchen von... Von wem war das nochmal? Irgendwie... Hey, Bunny. Kate will be back soon. Ach, es war von Kate. I'll be catering to your every. Ach ja.
Ah ja, und Kate ist im Krankenhaus, okay. Are you hungry? Erstmal füttern. Here, nosh on this. Ist das noch ein bisschen? Eine Sekunde. Mal ganz kurz den Monitor ein bisschen lauter machen. Okay, hier kann ich die Lampe jetzt einschalten. Ist das das erste Mal, dass wir bei Nacht spielen? Also zumindest das erste Mal bei... Also, dass wir im Dormroom bei Nacht sind, ne? Ist euch das zu leise? Weil ich habe das jetzt nur für mich lauter gemacht. Weil ich fand's ziemlich gut gestern, als ich den Sound gehört habe. Perfekt. Okay, dann lassen wir das. Gut, haben wir hier noch was Neues am PC? Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name yet. Neuigkeiten aus Arcadia Bay. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmordversuch auf dem Campus. Ich bin so froh, dass in Deutschland nicht über Suizidversuche in den Medien berichtet wird. Also nicht, dass nicht über Suizid berichtet werden sollte, aber ich finde das, also ich fände es richtig scheiße, wenn jedes Mal berichtet werden würde. Also zum Beispiel, wenn sich jemand vor eine Bahn wirft, dann steht da ja einfach nur in den Apps irgendwie technische Schwierigkeiten oder so und nicht irgendwie Suizidversuch oder sowas. Ja, finde ich sehr gut. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell Akademie wäre heute fast vom Dach des Wohnheims auf dem Campus in ihren Tod gesprungen. Mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Augenzeugen. Quellen bestätigen, dass die Schülerin Kate Marsh, 18, von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den Vorfall auf, der damit endete, dass eine nicht identifizierte Schülerin Marsh beruhigte. Hier klicken für das Video und weitere Details. Kann ich dazu nur sagen. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. Auflauf ist warm, Stream ist an, ich bin glücklich. Ich habe heute gar keine Snacks, Leute. Liste vermisster Personen. Rachel Amber vermisst seit dem 22.04. Ach, das kann ich mir auch so sehen. Seit dem 22.04.2013. Elton Casey seit dem 10.11.2001. Melissa Lee Grayson seit dem 22.03.1997. Sind jetzt aber keine Zusammenhänge zu sehen, ne? Winston Smith seit dem 8.06.1984 und Sunshine Ray, real name unknown. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. Okay. Okay, ich das hoffe ich auch. Guckt euch das an, wie viele Leute ihr Liebe gesendet haben. Das wäre natürlich schön, aber ich finde es dumm, dass erst sowas kommen muss. Die sagen dann Personenschaden, ja. Bei mir stand meistens einfach technische Störung in meiner App. Ich hoffe, dass diese Menschen dann auch mal im Real Life netter zu dir sind. Charlotte, vielen Dank für 2 Monate. Ich liebe deine Streams. Wie lange sind du und Malte schon zusammen, wenn ich fragen darf? Wir sind nächstes Jahr sind wir 10 Jahre zusammen. Also dieses Jahr haben wir am 20.08. 9-jähriges. Hast du gestern deinen Apfelkuchen noch gegessen? Nein, der ist noch im Kühlschrank. Either I delete my page or I block everybody. You actually made me proud to be at Blackwell. Es sind so richtig diese heuchlerischen Leute online, die so im Real Life nie was dafür tun würden, dass es anderen Leuten gut geht oder dass sie sich besser fühlen, sogar dem entgegenwirken. Und dann tun sie online so, oh, ich finde es so toll, dass du ihr geholfen hast. Ja, aber vorher war keiner da, also. Okay. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Was ist mit meiner Pflanze passiert? Habe ich sie übergossen? Oh, I'm sorry, Lisa. I saved Kate, but I drowned my own plant. Wie im Real Life, Leute. Wie im Real Life. Okay, vielleicht kann ich sie noch irgendwie retten. I don't know. Okay, sonst noch irgendwas?
Warum habe ich die Schmierereien immer noch nicht weggemacht? No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Okay. Jeepers, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Ew. Thanks for the image, Nathan. Yeah, das haben wir schon and gesehen. Everybody here thinks Samuel... Ew. Thanks for the image, Nathan. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. This has to end. Max for president. Max for president. Auf dem Teppich steht auch was. Meinst du das Keep Calm and Carry On? Ich guck schon wieder so böse, weil es dunkel ist. Okay. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Well. Pretty hard to focus on my class schedule this week. Immer noch kein Englisch. Oh, das ist noch die gleiche Woche. Ich habe irgendwie keinen richtigen Überblick mehr darüber, was für eine Woche ist. Zusammen, da. Ey, Supermax, wie geht's der Blackwell-Heldin? Die Heldin zittert immer noch. Wegen mir wurde Nathan Prescott suspendiert. Genau, wir haben Nathan in der letzten Episode verpetzt. Und deswegen wurde er suspendiert. Also das einzig Gute, was bisher passiert ist. Du bist der Boss, keine Emojis. Hör mal, etwas Merkwürdiges und Gruseliges geht in Blackwell vor sich. Es wird Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Cool. Ich muss dir was zeigen. Triff mich vor dem Campus, schwing die Hufe und zwar sofort. Okay, wir haben 23 Uhr. Das ist nicht meine Uhrzeit. Ach so, ich habe ja noch mehr neue Nachrichten. Das habe ich gesehen. Yo, Max. Ich muss dir nochmal sagen, wie verdammt toll du heute auf dem Dach, heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Du hast dir ein Abendessen auf meine Kosten verdient. Zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Danke, Warren. Mein Umhang muss heute Nacht ruhen. Nathan wurde suspendiert. Heute ist ein guter Tag. Ich rufe dich nachher an, Kay. Ruf ihn an. Ich hoffe, ich darf ihn gleich anrufen. Nina. Official Stella, herzlich willkommen, Universum. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Mwah. Kusch. Ein Universumskusch geht raus, okay? So, dann haben wir noch eine... Oh mein Gott. Halt deine große Klappe, aber ich weiß nicht, wo du schläfst. Das hatten wir schon gelesen. Und dann haben wir noch eine nette SMS bekommen. Ey, Nutte! Emanzen gehören ausgelöscht. Ich meine, ich bin ja froh, dass dieses Video sowieso schon nicht monetarisiert wird. Deswegen... kann ich auch so böse Worte wie Nutte in den Mund nehmen. This is oh, da war noch disturbing. Eine. Da war noch yes, eine. I have power, but Nathan is out of control. Von Mama. Max, bitte ruf uns so bald wie möglich an. Wir sind so stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast und wir wollen wissen, wie es dir geht, also ruf uns bitte, bitte an, wir lieben dich. Entschuldige, Mama, ich rufe euch gleich an, versprochen. Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme, wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst, wir lieben dich, Maxine. Also hat die schon mit dir gesprochen? Was ist hier los? Okay, die Mausis haben mir irgendwas geschrieben. Okay. Das sind Emanzen. Naja, also emanzipierte Frauen sind Frauen, die den Männern gleichgestellt sind und in denen in nichts nachstehen. Ja, und das sind dann eben Emanzen, sagt man so. Kann man das so erklären? An die Leute, die wissen, was es ist? Kann man schon so sagen, oder? Also Emanzipation bedeutet halt einfach die Gleichberechtigung der Frau.
Und eine Emanze ist dann eben die gleichberechtigte Frau. Oder? Ich wüsste nicht, wie ich es besser erklären sollte. Okay, also. Ja, gut. Was klärt, SMS haben wir alle gelesen. Dann verlassen wir das Zimmer. Ich habe alles durchgeschaut. Let's go. Heißt Max eigentlich Maxine, ja. Okay, this is scary dark. Let there be light. Lumos. Wobei Emanze hier als Schimpfwort genutzt wird, ja. Das stimmt. Kates Zimmer ist einfach abgesperrt. Do they really need that crap on the door? Ja, echt, das sieht aus wie eine Crime Scene. Ey. So much hypocrite. Ja. Boah, echt Kate for President. Richtig Kate for President, Alter. So Heuchler alles. Alle miteinander. Whenever you go, there I am. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Uh-huh. We'll wait for Kate. Obwohl, Brooke war eigentlich gut, ne? Brooke ist doch die mit der Drohne, oder? Ist Kate tot? Nein, eben nicht. Wir haben Kate gerettet. Sie ist nur im Krankenhaus. Kann ich dir sagen, was passiert wäre, wenn sie gestorben wäre? Nee, weil wir können später ja die einzelnen Episoden noch spielen. Deswegen möchte ich das nicht wissen. Brooke war diejenige, die nett zu Kate ist. Das ist doch die mit der Drohne, ne? Sie ist die mit der Drohne, ja. Sehr gut. Julia, vielen Dank für 100 Bits. Danke dir. Ich komme so durcheinander bei den ganzen Namen. Ja, aber das ist wie bei der Serie. Am Anfang ist man immer überfordert und irgendwann hat man es dann drin. Okay, ich gucke. Da ist eine Tür auf. Ich gehe nochmal eben duschen. I better go meet up with Chloe. Nee. Oh. Show is open. Hey, girl. Alles gut? Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Trösten. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Aha, werden wir sie draußen sehen? Wo ist sie hin? Where did she go? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom in the hospital, but Victoria will like make my life hell if I blab, okay? No doubt. I do hope your mother gets better. Let me know if you need anything. Thanks. You're like weird, but pretty cool, Max. Danke. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Okay, ich kann zurückspulen. Mach ich auch. Ich möchte wissen, was ich ändern kann. Ah, dann kann ich bestimmt erfahren, wo sie ist. Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Taylor's Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Mm. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong. Pretty awesome. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Leute, nehmt euch bitte ein Beispiel an Max. Denn so wie Max mit Menschen umgeht, solltet ihr auch mit Menschen umgehen. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Jeez, Taylor actually seems concerned about Kate. I like really do need to get some sleep, Max. Okay.
Mal noch schnell duschen. Können wir echt noch schnell duschen? Ugh, Cave Max want to shower, but no time. Must meet Chloe. Okay, schade. Ugh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Das ist Dana's Zimmer, oder? Hey, Max? Dana's really hurting over this. Wo ist sie? Da. What is? Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Ich bin mir noch nicht sicher. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Aw, Trevor is a sweetie. Good for Dana. Hey Dana, ich bin den ganzen Tag, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und weiß, wie hart es für dich war, Kate fast springen zu sehen. Ich bin froh, dass Max als Superheldin eingegriffen hat. Ich habe nichts Tiefgründiges oder Schlaues zu sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass du eine gute Freundin bist. Und ich wünschte, sie hätte mehr von deiner Sorte. Du warst so gut zu mir, als alles andere mies lief. Und ich bin immer für dich da. Ich vermisse dich, Trevor. Von Dana an Trevor, vielen, vielen Dank, dass du an mich denkst. Ich sehe immer Kate auf dem Dach vor mir und ich denke, ich hätte mehr tun sollen, um ihr zu helfen. Max hat mehr als jeder andere hier getan, sie zu retten und sie sind nicht mehr beste Freunde. Ich bin so glücklich, dass du an mich denkst. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen und du bist genauso gut zu mir, wie ich es anscheinend für dich bin. Ich werde von dir träumen. Dana. Das ist so süß, Leute. Das ist so süß. Wer ist Dana nochmal? Dana ist die, die schwanger war von Logan. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Oder? Habe ich mich jetzt geirrt? Ja, okay. If Dana Sehr talks gut. to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Dana, ich hoffe, es geht dir gut nach den Ereignissen heute. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich schreibe einen Artikel über Kate für unsere Zeitung und ich wollte wissen, ob du mir ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Anscheinend gibt es zu wenig Antworten. Reden wir darüber, wann immer es dir passt, okay? Ich hoffe, es geht dir gut. Von Herzen, Juliet. Hi Juliet, ich weiß, du willst mehr über Kate herausfinden, aber ich bin immer noch etwas bestürzt. Ich denke nicht, dass du kurz nach den Ereignissen heute viele Antworten bekommen wirst. Und vielleicht ist es besser, sich für den Moment zurückzuhalten. Kate verdient etwas Privatsphäre zur Abwechslung. Eventuell. Ey, die Juliet ist dort, ja, durch ist sie. Was steht hier? Okay. Aufkleber habe ich schon gesehen. Okay. This is both sad and pathetic. Okay. Zeug. That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party. Okay. Bye. Juliet, waiting for you, Kate. Was steht da drunter? No money, no money. Don't fall, honey?
Was steht da unten? No money, no money? Don't? Praying for a fast recovery, Kate. Kate, just want you to know you're in our thoughts. Da kann ich mich einfach nur 3 Milliarden Mal übergeben, meine lieben Leute. 3 Milliarden Mal kann ich mich dann nur übergeben. Okay, hab alles gesehen. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Okay. Im Spiel kann man immer im Tagebuch etwas über die Charaktere und alles, was man rausbekommen hat, nachlesen. Ist sonst beim ersten Spielen ziemlich viel Info. Stimmt. Aber Stella war ja nett, die hat ja auch ein Foto mit Kate, das lag in Kates Zimmer. Ja, aber die sind trotzdem alle so heuchlerisch und hätten die sich alle mal ein bisschen vorher noch sorgen sollen. Und immer dann dieses öffentliche Posten und vorher aber nichts tun, I don't know. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline. Ich dachte, es kommt schöne Musik. But I feel kind of invincible now. Ah, jetzt kommt schöne Musik. Ava hat das Haus verlassen. Wie viele Episoden gibt es? Ich glaube 5. Max! Boah, die ist so ungeduldig, ey. Wie Malte. Kann ich irgendwas bei Samuel hinten sehen? Hm? Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Nothing here. Who knew Samuel was so into runway fashion? Ich weiß nicht, ob er so ein Runway-Fashion ist. Monty Moon, herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank für den Sub. Ich glaube, Samuel hat echt irgendwie Dreck am Stecken. Habe ich auch das Gefühl. Ich weiß nicht. Also ich habe... Da soll ich euch mal meine Theorie sagen? Rachel hatte ja gesagt, dass sie... War das Rachel? Ich glaube, ja. Dass sie mit jemandem Sex hatte, wo Chloe das nicht verstehen würde. Und ich glaube, es ist Samuel, oder? Ist das eine dumme Theorie? I don't know, aber das ist meine Not Theorie. Simple. Wenn ihr die Antwort wisst, bitte nicht in den Chat That's schreiben. My grandpa's garage. Okay. Nee, ich glaube, das Spiel will, dass wir denken, dass Samuel ist. Kann auch sein. Kann auch sein. I don't know. Okay, ich habe, glaube ich, dann... jetzt alles hier gesehen. Werkzeugkasten habe ich noch nicht gesehen. Nothing but tools. Okay. Okay, ich habe alles gesehen, ne? Oder habe ich noch... habe ich noch was übersehen, Leute? Hatte Rachel nicht was mit Mr. Jefferson? Keine Ahnung. Ich glaube, du könntest die weiße Box in der Kiste öffnen.
Nee, ich kann die nur ansehen. Okay. Die Eichhörnchen sind wieder am Flippi. Oder mache ich da wieder ein Foto von? Hey, Eichhörnchen! Hey, Girl! Stay! Hä, warum kann ich nichts machen? Ja! Hallo? Oder muss ich weiter weg sein? Why? Ich kann nichts tun! Tut mir leid, Leute. Oder muss ich das zurückspulen? Ha! Look at the lens and say nut. Gotcha. Warum konnte ich? Warum habe ich einen Punkt, wo ich zurückspulen kann? Was kann ich zurückspulen? The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Maybe Samuel should fix that lamp. Oh, the most magical insects. Burn bright. If he sees me, yeah, so nobody can expel me. Not yet, anyway. Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. Okay. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No, no explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe saved Blackwell. Now don't get cocky. Go on back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Ist er der Punkt? Warum kann ich manchmal nicht schnell spulen? Oder kann ich jetzt... Max the Ninja strikes again. Wow. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I just need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. And then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing.
then your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Chaos Theory? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Ich möchte über Kate sprechen. Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Die Scheiße. nicht nur die. Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. I can still feel David's hand on my face. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Oh my god. Step prick. You are such a boss, Chloe. Das haben wir auch in der Vorschau gesehen. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. Victoria and Mr. Jefferson, yeah, I knew it. Distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? Katie. I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Bist du dumm? Are you fucking kidding me? Bin froh, dass wir nicht eingreifen mussten. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble.
You can always let me get busted, like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. My Sims, danke für 3 Monate. Du bist toll und ich liebe deine Streams. Dankeschön. Findet ihr das Spiel nicht debrig und traurig? Naja, es ist schon... Ich nenne es mal emotional. Kann ich... There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job, um meine Pflicht sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst, genau wie der 15,4% Prozent Rückgang in Campuskriminalität. Ich respektiere ihre Stellung als Wissenschaftlerin, aber sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Academy nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Mit freundlichen Grüßen, David Madsen. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... How to feed your inner spirit animal. Die haben ihr eigenes Klo? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Okay, sonst habe ich alles gesehen, ne, oder? Ja. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key. Just in case. Why, yes, I could. Here are the keys. None for the principal's office. Überraschung. Crap. Boring. Dead end. Nothing here. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Warren. Hey Warren, you busy? Just by love her, you'll Warren. Be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? 3D-Drucker. Huh? No. Oder? I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now.
Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. Ich liebe sie. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Okay. I'm gonna go put it together. Zucker? Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Was für eine Rolle spielt Warren? Er ist einfach süß. Also, wir brauchen... Achtung, 007. Du musst folgende vier Objekte finden. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natrium, Chlorat. So machst du's. Okay, boom. Fragen? Bauen wir eine Bombe? Ich glaube, wir bauen eine Bombe. Natrium, ein Puder zur Herstellung von Chlordioxid. Das weiß doch jeder. Probierst du das tatsächlich ausprobieren? Ist das richtig Wort? Ich verneige mich heute ein bisschen. Okay. Warte mal, wir hatten eine SMS von Papa, oder? Oh, nee. Hä? Seit, also haben wir irgendwann... Daddy hat uns Money geschickt. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Ich glaube, war das... Ich glaube, es war hier runter. Gross. I hate that formalin smell. Also hier sind wir zumindest schon mal... An A-minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Die hat das ja für ihn gemacht. Jetzt hat er eine 1- bekommen. Note ändern? In schlechter? Nee. Weil besser kann ich sie ja nicht mehr wirklich ändern, oder? Hallo, darf ich bitte den Zucker? Sugar. Only three more items. Vielleicht auch besser. Ich meine, ich kann es ja auch rückgängig machen, ne? You deserve way more than this. Yay! But every little grade counts. Yes, I like this plus better than that minus. No. Thanks for being there for me, Warren. I love you, Warren. Okay, Zucker haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch Natrium. Chemiematerial. No, this mixture doth not work. Wissenschaftsbuch. So, sodium chloride is a weed killer. Mm-hmm. You'd think Warren would have told me that factoid. Natrium ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxisch für Menschen. Toll! Kim Rose Robbie. Ich habe einen Freund, der heißt Kim Robbie. Ist ja witzig. Also Kim und mit zweiten Namen Robbie. Herzlich willkommen, Universum. Vielen, vielen Dank für dein Sub. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chloride. Okay. Wow, du hast viele Freunde. Nee, er ist ein Kindheitsfreund. Also wir haben nicht mehr so viel Kontakt, aber wir sind halt Freunde. Hier was aufmachen. I never said they were great.
Takes shitty selfies. Was stand da drunter? I had sex with your mom. Ass biology. Ugh, gross. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Finde ich nicht in dem in dem Chemielabor dieses Natrium. This is like a scene in a horror film. Ja. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Mm-hmm. I feel gross even looking at Nathan's work, but he does have some style. Helden des Alltags war das Motto, ne? Ja, ich gehe gleich nochmal zurück. The tape is mine. Yay. You're halfway home, Max. Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt, Max? No, noch hier, nicht in die Luft geflogen, noch nicht. Ich muss mich konzentrieren, meld mich später. Okay. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Hier ist ja auch nichts mehr, ne? Gehe ich noch mal kurz hier rein. Irgendwo muss das ja sein. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chlorate. Here's the sodium chlorate. Yay! Ich brauche einen Stuhl. Gib mir Stuhl. Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Ach so. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Whoop, whoop. Wollen wir noch eine Cola, eine Limo. One more ingredient left. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Getränkeautomat. Safe. Give me a Getränkeautomat. Please. Ah, das ging flott. Release the crack can. It's all mine anyway. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Ist sie nicht hier? Ich würde mich immer in dieser Schule verlaufen, ne?
Da. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! Voll die gute Idee, Leute. If you'll light the ne? Candle. Voll so die gute cool. Idee. Get ready to haul ass. Oh Mann, ey. Haben die nicht eben noch gesagt, willst du die ganze Schule aufwecken? That was so fucking cool! Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, ey, wie kann man so dumm sein? So what should we do? Ach, ich kann die Zeit zurückspulen. Lass mich an den PC. Darf ich nicht an den PC? Okay. Machen. Hier ist nix. Denn? Wie kann ich denn den Alarm ausschalten? Kann ich doch damn, gar nicht. I missed something. I better rewind. Nein, ich muss irgendwas. Ach so. Ah, und jetzt ist die Tür nicht auf. Ah. Ha. Ach so, kann ich die reinlassen? If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Hast du das Schloss gesprengt, Bomber Max? Oh bitte, ich wollte doch nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend, ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsziel ruhig.
Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurde von K-Bay Seven Youths gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern geleiteten Programm Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Can't relate. Direktor Wells, als Krankenschwester der Akademie, sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne-Marie Berenci. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängte Dokumente für Details. Kann ich die Dokumente sehen? Oh. Only two more files to go. Wir haben sie gestohlen? I certainly can't use this. Ich sehe nichts. Look at this pile. Ja. Look at this pile. Search it. Tumbleweeds. Tumbleweeds. Mhm. Siehst du so von außen oder was? Weird. This asshole has a spotless record. Oh, Überraschung. Nathan, 3,7er Durchschnitt. Nathan Prescott sitzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten, die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Oh ja. Ganz bestimmt. Und da ist bestimmt kein Geld geflossen. Like I'm not gonna read my own personal file. Ich möchte aber. Durchschnitt 2,8. Zusammenfassung. Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger, aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells demonstrierte Max das Allerbeste der Blackwell Academy, indem sie Schülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abhielt. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max Heldentum ist unbestritten. Okay. Bei mir hängt es. Ah, aber nur zum Glück nur bei dir. Max ist doch nicht neugierig. Nee, auf gar keinen Fall. Also da weiß ich nicht, über wen ich spreche. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. 3,9. Wow. Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehend hervorragende Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwoods gewidmet sind. Mhm. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Das lesen wir doch sehr gerne, meine lieben Freunde. Oh, 4,0. Warren! Wow. Das ist das amerikanische Schulsystem, ne? Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigten ihn, wissenschaftlich Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Mrs. Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert wieder auf eine strahlende Zukunft zu. Okay. Let's nab this last file, Sherlock.
Always wanted to say you have. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. Oh. But there's not much here about the police investigation. Oh, Durchschnitt 4,0. Also die haben ja ganz schön viele gute Schüler immer. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung: Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells, dies ist Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all eure ihre Hilfe. Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Arcadia Bay. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Durchschnitt 1,7. Wäre es immer in Deutschland auf der Schule, ne? Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben. Same. Irgendwie, meine Kamera ist voll weit drüben und trotzdem bin ich... Und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung: Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwoods. Siehe Polizeibericht im Anhang. Können wir den bitte sehen? I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Ich möchte nur ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay. Max. You better come check out these files. Brief, den habe ich nicht. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir.
That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Easy. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this Niemals könnte ich das. Niemals. I know that money would have helped Chloe and me. Ja, ist mir aber egal. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott, wir bedauern Sie darüber zu informieren, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoyders Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag bla 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 wurde für den Tag zurück ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügte eine bla 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 bla. Bitte beziehen Sie sich auf bla bla bla, gelöschter Bericht. Sehr geehrte Dr. Rektor Wells, wir erhielten einen recht unverschämten und möglicherweise verleumdenden Brief von jemandem aus Ihrer Verwaltung, der Nathan uncharakteristischer, unberechenbarer Verhaltensmuster beschuldigt. Wir sind sicher, dass es sich um ein Versehen handelt. Anderenfalls fürchten wir, dass Nathan von Blackwell auf eine angesehenere und besser finanzierte Schule wechseln muss. Bitte antworten Sie mit einer beigefügten Löschung des disziplinarischen Berichts. What? Folgendes ist eine Liste gemeldeter Vorfälle, die Nathan Prescott betreffen. Es scheint ein Muster an Ausbrüchen, Konfrontationen, bla bla. Ein Tisch im Unterricht geworfen, seinen Englischlehrer beschimpft, Feuerwerk in den Toiletten gezündet, Schulmaterial gestohlen, die Schulverwaltung bedroht, versuchter Diebstahl der Campusstatue Tobanga. Huh, okay. David Madsen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Madsen Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. Im Angesicht von Rachels vorbildlichem Status sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folge ihr und fotografiere sie. David streitete dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Okay. Halleluja. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Da wollte ich gerade sagen, Überraschung. Direktor Wells, im Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigungen gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ereignis bezüglich Miss Marsh Ihnen zu denken, aber ich weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpack-Mentalität der Blackwell Academy widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke, Sean Prescott. Hä? Ew! That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzunehmen. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kamera erkannt und teile Ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens. Danke, dass Sie... Krass, wenn wir das nicht unterschrieben hätten, wäre
während das passiert, also wären dann Kameras installiert worden. Das wäre ja krass gewesen. You're not so tacky up close. Okay. Ist Chloe schon raus? That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell Pool is our swimming. Ich will nur mit Warren schwimmen gehen. It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash. You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Dumme Idee. Will ich nur sagen, dass ich das gesagt habe, okay? Dumme Idee. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Bin ich aber eigentlich nicht. Go Otters. Boys or girls? Gar keine. Ja, keine Ahnung. Girls, of course. Girls? Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. I actually don't have the time to investigate this caper. Hat jemand seine Schwimmbrille verloren? I hope the otters will survive. Ja. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Okay, da hat noch jemand seinen Rucksack verloren. Mit Büchern und Tablet. Eine Socke. Where does that other sock go? Those are some musty ass old shirts. Yuck. Brooke's Schließfach. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Aww. Sorry, Brooke. Otters eat beavers. Otter essen Biber. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Ja, ganz tolle Selfies sind das, aber bin begeistert. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. What? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Hmm. Was Chloe here? Ich alles durchsucht. Thank you.
Victoria Chase. This isn't a desperate cry for attention or anything. Hat sie safe selber geschrieben. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a Snoop. Okay, warte. Rachel abides? I hope so, friend. Was heißt denn abides? Weiß das jemand, was abides heißt? Oder abids? Das Spiel ist ab 12. Bleibt. Ah, okay. Ich habe ihn noch nie gehört. Dear Kate, I don't care. God, oh my well, God. Well, we care, dickhead. Was bringt es der Person, dass sie das da an die Wand geschrieben hat? Was bringt es der Person? Ace. Kann ich duschen gehen? Alles, was ich will, ist doch einfach nur ein bisschen duschen. Ist sie schon schwimmen? Ah, sie sitzt da. In case I run out of air, I know where to come. Yes, we get it. Otters. Coffee and swimming. Good combo. Bei manchen Sachen frage ich mich, warum ich die angucken kann. Don't even think I'm gonna make a move on you. Hi, Amy. Now I have the power over light. And death. Ich weiß aber nicht, ob ich das, also ob das schlau ist, wenn ich das anmache. Weil, dann sieht man uns doch, oder? So, the big plan is win. Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Cute! Okay. Gucken wir doch mal, ob wir bei den Jungs auch noch rein können. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Yes. Kann ich hier duschen? This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Max Caulfield, Moral Avenger. Or self-righteous hypocrite. Dana needs a baby daddy. Oh my god. Victoria loves the D. Das bedeutet, Victoria liebt den Pipi-Mann. I love Warren Gay! Oh. Okay. Also, I love Warren unterschreibe ich so. I bet you do. Max is a feminazi. Oh my god. Nazis. Okay, das habe ich alles gesehen. Als ob es immer nur so drei Leute auf der Schule gibt, ne? Logan Schleswig. I guess I should consider this evolution. Dana, I know I am an a-hole, but I still care about you, love Logan. Dana, ich weiß, ich bin ein Arschloch, aber ich sorge mich noch um dich. Eine Jacke. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Mhm. Betty developed that in Jefferson's class. Why? Max, stell dich doch nicht so dumm an. No way am I touching Zach's jersey.
This must be for training kids. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Right. Some poor hipster lost their vape. Okay. No worries, it's all bad. Kann ich reinspringen? Schade. Looks like I'm the Vortex Club bouncer. Decisions, decisions. Ooh. Oh, I'm sorry. Your names are not on the list. You'll have to eat shit now. War das schlecht? Soll ich das wieder rückgängig machen? Wen hat sie denn ausgestrichen? Decisions, decisions. Leute, soll ich das wieder rückgängig machen? Lasso, gönnt ihr das? Okay. Ich treffe ja sonst nur gute Entscheidungen, ne? Dürfen wir auch mal ein bisschen schlechte Sachen machen. Erinnert mich sogar an Elite gerade. Elite. Stimmt. Okay. Ich mach das Licht jetzt nicht an. Max, try to find the light for the pool. Nein! Otters don't like sharks. They bite. Ich möchte das Licht nicht anmachen. Nein! Hello, still waiting for the light. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, Leute, ich muss noch nicht pipi. Ich sag gleich Bescheid, okay? There has to be a control panel for the lights around here. Ja, ich weiß ja auch, wo sie ist. Wisst ihr, ey. Okay, es geht nur um Pool, das Licht an. Na gut. Ich will sie reinschubsen. Haben Sie gesehen? Ich habe sie reingeschubst. Time to do or dive, Max. Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Kommen keine Gefühle bei mir rüber, Leute. I'll just rewind and harpoon. Ich mag Chloe einfach nicht. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about Anto, that. Anto, vielen Dank für 3 Monate. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will.
With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related, and I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. You didn't stumble when you saved me. Was wäre wenn? Dank dir. Hä? Ich verstehe die Entscheidungsmöglichkeiten nicht. Ich auch nicht. Ja, super, Leute. Chloe ist so focused auf sich selbst. Deshalb fiel mir Before the Storm spielen auch so schwer, weil es da ja nur um Chloe ging. Ich bin mal sehr gespannt auf Before the Storm. Ob wir danach Chloe lieber mögen. Okay, ich frage einfach mal, was wäre, wenn. Thank God. But what if I had? What if Kate didn't jump, but you would be dead? So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Ich weiß nicht. I don't know. Well, I do, okay? So just listen to Captain Chloe. I'm trying. As long as we don't waste this power. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Wie sie schwimmt zum Stehen. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Fire. Hi! Oh. We have to go now. Ja, wo ist denn der Ausgang nochmal? Ach, hier. Are you shitting me? Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Das endet just nicht. Look for a hiding spot. Or both. Das endet nicht gut. Wo ist er?
der dahinter? Oh ne, da ist er, oder? Hello? Anybody ja, there? Hello. No! Ich glaube, das ist nicht gut, was ich hier mache. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Nee. Who's here? Niemand. I got a flashlight and a stick. Oh. Hey. Ah! Shit! I need to rewind and do something fast. Okay, ich muss mich, glaube ich, doch irgendwo verstecken. Kann ich hier in diese Box? Nee. Where are they? Kann ich da rein? Ah, nee, hello? Da ist er ja. Ups. Wo soll ich mich denn verstecken? Oh. Hello? Anybody there? No. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Oh! Who's here? I got a flashlight and a stick. Okay. Schneller, du dumme Nuss. Okay. Oh, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber hier war er ja schon, ne? Kann ich denn da raus? Oh, hä, wie kommt er denn immer dahin? Muss ich durch die Jungsumkleide? We are so invisible. Let's bail. Ich hab mir Bauchweh irgendwie gerade. Ah! Wait! Turn around! They're coming! We have to find another way out! Oh, this is bullshit! You can't go back to your dorm now, you're a Blackwell fugitive! Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Gut, jetzt ein Auto anzumachen. Das hat bestimmt niemand gehört. Max, you rock. We are so fucking awesome. Yes, we so are. Pia, herzlich willkommen im Universum. Danke für deinen Tab. Hallo Nina, endlich kann ich auch mit dir und der Community chatten. Wie toll. Hallo, herzlich willkommen im Stream. Hat sie keine Rollos oder was? Also ich mag Chloe, aber okay. Ja, ist ja jedem selber überlassen. Von den beiden, oder was? Always remember this moment.
photo hog. Sie kommt safe zu spät oder so, ich glaube auch. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. Hey, Pink Vibes. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so wiped out from last night, but it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell Gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. Okay, I need to get dressed now. Okay. Marwin. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt. Du bist für das Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr. Okay. Ich muss jetzt gleich eine Pipi-Pause machen. Am besten machen wir es nochmal jetzt. Jetzt habt ihr gerade noch schöne Musik. Ich hoffe, das springt mich irgendwie vor oder so. Also Leute, falls ihr irgendwie Pipi müsst oder was zu trinken braucht, ich hole mir nämlich auch noch ein bisschen was zu trinken, dann tut es jetzt. Ich schalte noch eine kleine Werbung. Wenn ihr keine Werbung habt, dann habt ihr Glück gehabt. Und ja, bis gleich. Count on me to split the love I sell you in the evening by the morning won't exist. You're looking skinny like a model with your eyes all painted black. Just keep going to the bathroom or I say you'll be right. One to no one, kid, I think you got bad. But what's so easy in the evening by the morning, such a drag. I got a flask inside my pocket, we can share it on the train. And if you promise to stay conscious, I will try it. Well, we might die from medication, but we sure kill all pain. What was normal in the evening by the morning seems insane. And I'm not sure what the trouble was that started all of this. The reasons all have run away, but the feeling never did. It's not something I
simple in the moonlight, not so complicated. It was so simple in the moonlight, so simple in the moonlight. So simple in the moonlight. Hab ich schon vorher gesehen? Es geht ab, Leute. Wer war denn da, ne? Hey, der Witzke. Bei der Tür, ups. Man hat dich gehört. Okay. Let's go! Oh, falsche Kopfhörer. Oh. Da. Das Bu hat meinen schlafenden Kater erschrocken. Das sah so süß aus. I'm sorry, Käterchen. Tut mir leid. I still feel guilty for not busting out of here to stop David from hitting Chloe. Ach, pff. Wow. I remember this old phone. Das hatte ich auch. Das hatte so gefühlt jeder. Wow, Sir. That was my 10th birthday. Aww. I didn't know Chloe kept this Wie stuff. Chloe aussieht! Angus and Julia Stone. Oh, at least we haven't been identified. Yet. Vorfall. Polizei und Feuerwehr reagierten auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Academy um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keine Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert am Up All Night Donuts in der Nähe der Peckinpah Road um ca. 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energy Drinks und Methamphetamin. Er bleibt bis zum Schluss der Ermittlung ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Thank God she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin befindet sich im stabilen Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Academy befindet sich Kate Marsh in stabilen Zustand und unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Derzeit sind keine weiteren Informationen verfügbar. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. I was such a wuss to cower in the closet while David hit her. Ugh, still reeks like a chlorine factory. Ja, jetzt willst du das nicht anziehen, oder was? See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. Chloe, I should have let Chloe take that money. This is my last message. I get it. No, now you fucking whore. Okay. Yo, sie hat einfach mal die Pistole so auf ihrem Nachttischschrank liegen. With Chloe Alles now, but klar. If David finds out, shitstorm. I don't think I'll be moshing today. War das ein Avengers Shirt? The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Das sind Kondome. Don't be a dummy, cover your willy. I'm singing songs about the future. Soll ich jetzt die den Schrank aufmachen? Okay, ja. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go.
Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. Die ist so böse. But it would be cool to try on Rachel's clothes. Just warum lässt sie Max nicht einfach Max sein? Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. Vielleicht will sie das aber gar nicht. Whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. No. I double dare you. Kiss me now. Nein. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked on me, then used your rewind. Nein. Now you can text Warren that you're saving yourself all for him. I am so going to best unfriend you for that. I love that Chloe is so fearless. Ich nicht. Ich glaube, Nina ist die erste Person, die Chloe nicht mag. Ja, beim Chat mögen die voll viele auch nicht. Ich finde, sie unterdrückt Max einfach voll. Looking sick, Max. Sieht cool aus. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to. Also hassen tue ich sie jetzt nicht, ne? Ich mag sie halt einfach nur nicht so gerne. Let's not rewind and find out, okay? So, ich hab alles, ne? Ich will mir eine Umfrage machen, wie viele Leute Chloe mögen und wie viele nicht. Das interessiert mich mal. Magst du Chloe? Ja? Nein? Geht so. Oder die dritte Option ist mir wait. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nein führt momentan. 96 sind für Ja, 135 für Nein. Ich finde es so interessant, ich finde es so cool, dass es hier diese Abstimmungsmöglichkeiten gibt. Ah, interessant. Interessant, meine lieben Leute. Interessant. Okay, soll ich meine Klamotten denn trotzdem mitnehmen? Kann ich nicht. Okay, dann haben wir das. Kann ich noch mal wieder reden? I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever, like when we were kids? Nein. Ich will jetzt mal ein bisschen gegen Chloe arbeiten, weil ich nicht möchte, dass am Ende das rauskommt, dass die zwei zusammenkommen und nicht Warren und Max. Ich habe so ein Gefühl, dass es so zwischen den beiden entschieden werden kann. Und ich bin Team Warren. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal rein, okay? No, too easy. And there's too much shit going on now. Oh, okay, Queen of the World. I'll try not to remind you of when we were besties anymore. Rachel loved hanging out with me here. She would have understood. Ich bin aber nicht Rachel. Guck, das mag ich nicht an ihr. Das mag ich nicht an ihr, dass sie immer so ist. Dass sie immer so sagt, Rachel hätte das jetzt mit mir gemacht und keine Ahnung, ich finde das. Also viele haben jetzt schon im Chat geschrieben, ja, wenn man Before the Storm gespielt hat, dann kann man sie besser verstehen und sowas. Aber trotzdem finde ich das nicht fair, egal was da passiert. Ich finde es nicht fair, dass sie Max so unterdrückt. Warum willst du denn zu allen nett sein, aber zu Chloe nicht? Weil ich Angst habe, dass Warren, am Ende nicht an meiner Seite ist. Und ich möchte, dass Warren an meiner Seite ist. Deswegen. Okay? Okay.
Oh my god, that smells so amazing. It's like when we have ein SMS von Kate. Es ist so, als würde ich Nina sagen, wie scheiße sie ist, weil sie so ist, wie sie ist. Ja. Mir tut Chloe irgendwo leid, aber das mit dem ständigen Rachel-Vergleichen ist nervig. Naja, ich finde es halt einfach nicht fair, weil Max halt einfach nicht Rachel ist und I don't know. Ich mag Warren nicht. Aber Warren hat uns doch noch nie einen Grund gegeben, ihn nicht zu mögen. Er ist einfach nur ein super cutie patootie. Hat sie... Warte mal. Das hat sie geschrieben. Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich, versprochen. Ein bisschen schnüffeln. Kann ich mir die Zähne putzen? Ach, kann ich tatsächlich. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. Ew! It feels so good to wash my face after all that chlorine and hiding. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Kann ich duschen? I better not go in there. David might be in bed. Der Vogel? Ew. Welcher Vogel? Oh my god! Hi, Birdie! Ist das immer noch der gleiche Vogel? That's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Als ob die immer noch da sind. Der. Kann ich endlich das Foto von der Katze angucken? Nee, kann ich immer noch nicht. Sad times. David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Oopsie! Goodbye, Mrs. Kannst du den Vogel retten? I think Chloe has earned a break from all this bullshit. I want to do it. I want to save the birdie. No! Ich kann nicht wieder hoch! No! Kann ich den auch unten retten? Ich möchte den Vogel rauslassen. Zurückspulen. Ja, aber ich kann nicht hoch. Weiter zurück kann ich nicht. Oh Mann, oh. Message deleted. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Schreib dich rest in peace, er ist nicht tot. Good morning, Joyce. Rachel, I mean Max. Oh, you startled me. You fit those clothes well.
Thank God you're not a Hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Pfannkuchen. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William, and he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Das schaffe ich nicht. Eggs and milk? No problem. Das schaffe ich nicht. Sind das Eier? Wowzer. Chloe still eats the same cereal. Ich brauche die Eier. So do I. The eggs always come first, as Joyce used to say. Okay, hier sind schon mal die Eier. Come on, Max. Find those ingredients okay. So we can chow down. Milch. Hallo. I love that they still have the same refrigerator. Milch. Now for the mother's milk. Okay. Oh, man. I don't want to be famous for this. Oh mein Gott, da unten steht einfach, Superheldin bewahrt Blackwood-Schülerin vor dem Selbstmord. Who drinks beer this early around here? Ich. Oh, jeez, can you help me get this bird out of here? Ja! Wo ist der Vogel? Kann ich das Fenster? Yes! I keep expecting to see the sky turn red. Vögelchen? Hier lang. Wo ist denn hier der Vogel? Kann ich die auch aufmachen? Aufmachen. Nicht rausgehen! Nur aufmachen. Naja, dann laufe ich halt noch ein bisschen mit den Eiern rum. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swim all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Genug gechillt. I wonder how these birds died. Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Oh, dead bird. Poor thing. Also, da liegen fünf tote Vögel und alles, was sie zu sagen hat, ist... toter Vogel. Armes Ding. Oh. Ein Wolfi. Warum hört sich der Himmel so komisch an? Oh, hier ist eine Kamera. Hi, Wichser. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, ich glaube, das war's, ne? Kann ich die Vögelis beerdigen? Entschuldigung, ihr habt fünf tote Vögel in eurem Garten. Wo ist denn jetzt der Vogel? Ich möchte ihr nicht die Zutaten geben, bevor ich nicht... Wie kann ich die Vögel retten, Leute? Den Vogel retten?
this might be the one time these people are right. Aha. Sind so Verschwörungstheoretiker, die denken, das Ende der Welt naht. Ich höre ihn. Das Fenster oben öffnen. Ja, aber ich kann nicht raus. Lass mich raus. Geht nicht. Naja, dann gebe ich ihr jetzt mal die Zutaten. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? What? No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend. No. Just a different one. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. I just wish you could have stopped Chloe from getting busted by David for that joint. I know, but it seems like Chloe and me were pirates a thousand years ago. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens and a king. Go sit at the table. Hallo, hier unten bin ich. Ja, die Mutter ist echt mega süß. Gib mir meine Pancakes. Wie lange spielt sie noch, bis die Episode vorbei ist? Also noch so ein Stündchen? Meistens gehen die so 3,5 Stunden. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Now that's what I call pancakes. I'm glad that's creamy and not crunchy. I guess nobody waters the plant here. Da bin ich gut drin. Im Bewässern. Jetzt hol die alte Bilder raus. Ich glaube, remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day.
I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. Yes! It's too early. Max to start for president. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Simfei, jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Ach, I bet David has all of his surveillance secrets in his laptop. Ne? No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Nothing to see here. Corned beef is das Passwort. Corned beef! Maybe I could try stepdad for the password. Chloe, I'm so happy you were born today. Thanks for bringing me into the family. Aww. Das ist voll süß. Warum? Hä? Mit wem? Oder hier? Magic 8-Ball says no. Okay. Denk an die Kameras. I know! Hä, das habe ich doch schon getestet. Ach so. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Coming back home, Veterans Guide. I could try the license number for the password. Okay. Nope. No way, Max. You totally froze the laptop. No! Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. Naturally, I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Sehr einfallsreich. Oh, shitballs. No way, Max. You totally froze the laptop. Nothing in it.
There's no way Chloe can put that gun back now. Huh. Maybe this ID number might work. Worst hacker ever. No way, Max. You totally froze the laptop. I could try the license number for the password. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Okay. Try again. No way, Max. You totally froze the laptop. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollten. Oh, die haben sich im Diner kennengelernt. Das ist so cute. It might be a useful password. Oh, das wäre süß. Das wäre, also da muss ich schon ehrlich sagen, das wäre süß. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Angel, keep your wings up. Oh. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Score! Max the hacker's Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with so, Frank. So, Zeit ist vorbei. But why does David care? Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim, folgte Rachel zum Leuchtturm. Berichte, bla bla. Berichten da. Anderson Barry, Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr in der Blackwell Akademie wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drogen und Verleugnen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht, hörte Kate und Dana über Versorgung für die Vortex-Party reden, Drogen. Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet, sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen, Drogen, sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen, traue niemals Erwachsene mit Spitzbart. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche, Drogen, versuchte mit Kate über die Party zu reden, sie war verärgert und floh. Schuldig. Also ich würde sagen, er ist mal ein bisschen paranoid. Frank ist der Van-Typ, der die dann bedroht hat, wo ich dann auf den geschossen habe. Wo dann keine Patrone rauskam. This is so wrong. Oh, creepy bastard.
Profil von Max Caulfield. Pseudonyme im Internet. Mad Max. Hat Stranger Things sich etwa hier dran orientiert? Schülerin Max, Stundenplan. Oh mein Gott, er hat einfach den ganzen Stundenplan. Okay. I better tell Chloe about this now. Da stand, dass Rachel mit Frank it's just one more thing to make her sad. Hey, wo denn? Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Das ist so dumm. Sie sagt hooked up with Frank. Das heißt, dass die halt so was am Laufen haben. Aber das heißt nicht, dass sie miteinander geschlafen haben. Manchmal, also wow, Wahnsinnsübersetzungen. Okay, alles zurückdrehen. War Rachel die, die vermisst ist? Ja, genau. Und wer ist Amber? Das ist ihr Nachname. Rachel Amber. Taylor? Hey Max, wollte nur Danke sagen, dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Wir alle haben gesehen, wie sehr du dich für Kate eingesetzt hast, als es sonst niemand tat. Danke, Taylor. Ich weiß, du hast ein gutes Herz. Wenn du zur Party kommst, würde ich dich gerne aufstylen, wenn du willst. Wenn ich gehen sollte, wäre eine Überarbeitung aller Taylor klasse. Bis bald. Okay. So, irgendwo auf dem Schrank saß ein Vogel eben. Wahrscheinlich auf dem, ne? Und jetzt ist er weg. Naja, wir gehen mal hier zu Joyce. Oh, I should know that Chloe can't get through an hour without creating drama. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was black whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. Yes. He threatens them with surveillance cameras, so he can Joyce spy on everyone. President. Like he spies on all of us here. Elodie, herzlich willkommen. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not. Now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Oh my God, was? Ich kann für David Partei ergreifen? Okay, ich verstehe die Situation gerade nicht ganz. Was sagt Chloe und was sagt David? Du wolltest gegen Chloe sein. Nein, nein, das habt ihr falsch verstanden. Ich wollte nicht gegen Chloe sein. Ich wollte ihr nur ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Kann mal ganz kurz jemand nochmal zusammenfassen, was hier jetzt genau Sache ist. Also was sagt Chloe und was sagt David? David will nicht streiten und Chloe sagt gerade alles, was sie weiß. Hm.
Die drei Beschuldigungen konfrontieren David und Dylan. Chloe regt sich auf, dass er überall Kameras anbringen möchte und er hält es genau für das Richtige, erst recht wegen letzter Nacht. Okay, für Chloe. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. Yes. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Oh, man. Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Okay, ich möchte einmal wissen, was passiert, wenn ich David für David Partei ergreife. Hä? Ach so, jetzt sind die noch gar nicht. Oh Mann. So weit? Sure, it was Blackwell students. Der arme Mann hat ganz sicher ein Problem mit aus dem Krieg bekommen und kann nichts dafür, dass er paranoid ist. Ja. Marie, hast du gerade das kopiert, was Rachel Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. Ich wollte eigentlich gar nicht mitschauen, aber das ist ja immer so spannend. Like he spies on all of us here. Das stimmt. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Listen, we don't know that David did anything, and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how he's going off on how creepy David is. Enough! I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Also ich persönlich finde das ein bisschen besser im Hinblick auf Joyce, weil sie ja sowieso so traurig noch ist wegen ihres verstorbenen Mannes und sowas. Und wenn Max das jetzt sagen würde, würde David ausziehen, obwohl sie gar nicht so richtig weiß, was Sache ist und so. Klar ist es mit den Akten komisch, aber ich glaube, er ist einfach paranoid. Und aber die Wahrheit kommt sowieso irgendwann ans Licht. Ja, aber ich glaube, so ist es besser für Joyce, weil Joyce hat ein special place in my heart.
Chloe kann ruhig mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Naja, ich fand jetzt nicht unbedingt, dass es Chloe gegen David war, also dass wir jetzt nicht der Meinung von Chloe sind, sondern wir haben einfach nur gesagt, dass die halt mal langsam machen sollen, dass die halt erst ja, die Sache klären sollen, bevor da jetzt ein Streit raus entsteht. Ich meine, sie sagt ja zu ihm, er soll im Hotel schlafen und so. Und I don't know, Leute. Ich lasse es so, okay? Thanks for letting me down again, Max. Oh. Why can't you just rewind, so I don't have to see you defending that asshole? Aber guck mal, allein das jetzt schon wieder, ne? Ich finde, das ist einfach keine Freundin. Klar, wünschte sich, dass sie, dass Max ihrer Meinung ist und sowas. Aber Max hat ja nicht mal irgendwie gesagt, ja, deine Meinung ist scheiße oder so. Ich weiß nicht, also ich finde, wir brauchen jetzt auch keine Abstimmung machen, weil im Endeffekt ist ja meine Entscheidung, was ich tue. Und ich glaube, wir lassen das so, weil I don't know. Ich weiß nicht, wir gehen. Tschüss. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank. Aber ich habe es richtig verstanden, dass Max sich jahrelang nicht bei Chloe gemeldet hat. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything, for his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Leute, ich finde es richtig cool, so ein Spiel mit euch zu spielen. Ich finde das so geil, okay, was für ein Austausch I'll so go ist. To the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Voll cool. Then you come and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Okay. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Sag nicht Köter, das ist ein süßer Wuffi. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Deja vu. There's dust on the dust now. Papi! Maxine, Papa hier. Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast. Genau wie ich. Dich nach Blackwell zu schicken war das Beste, was du je von uns verlangt hast. Wir waren so stolz, in den Nachrichten von dir zu lesen und ein Video zu sehen, wie du mit ihr das Dach verlässt. Wenn du zum Relaxen nach Hause kommst und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa. Es war chaotisch hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später. Aufmachen bitte. More nasty shit. Careful, Max. Cujo ahead. What the hell is this? More nasty shit. I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy busy. Ja, bestimmt. What the hell is this? Er ist in dem Diner, ne? Hi. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? You don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit?
You ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. See you around, kid. Good morning. How are the fish? Don't ask. First the snow. Fishing! I heard that something bad was happening to the fish in Arcadia Bay. Well, since you mentioned it first, there ain't no fish in Arcadia Bay. What? Come on. None? None worth catching and eating anymore. I'm not shitting you. Salmon, trout, bass have died and migrated. Ist ja schon krass, ne? Even the damn clams are dying. Das hat bestimmt was mit ihren Fähigkeiten zu tun, weil die Vögel sind ja auch alle tot. Sorry, just too salty to talk about it. See you around, kid. Okay. Können wir bei der Frau nochmal vorbeischauen? Na, was geht ab? Hey, how's it going? Peachy, interview over. Having a bad day at the office? Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclipse, and a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave them. What if I could? Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I'd drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Like I said, interview over. Hey, how's it... Peachy, interview over. Actually, I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18-wheeler out there. How the hell did you know that? Unglaublich, dass Joyce David da kennengelernt hat, wo alle so unfreundlich sind. Ist so. Stimmt. Die zweite Episode kommt morgen früh auf YouTube, ja. I took a Blackwell class on the history of truckers. I always wanted to drive a rig on the road. Finally, a Blackwell student with brains. Next time I get a local job, I'll let you ride along. Take care. Nein! Do they teach English over at that arty farty school? I'm done talking. Over and out. Hey. Peachy. Actually... How the hell did you know that? My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel. She sure didn't give a rat's ass about truckers. Or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those... you know who know what's. Good riddance. But you can take pictures of my truck anytime. Take care. Hey, danke, Bro. Kann ich jetzt echt ein Bild davon machen? Oh ja. Tschüss, Frettchen. Oh no. Ew. Sie will davon ein Foto machen? So ominous. Look at that. So sad and disturbing and beautiful at once. What an amazing shot. Hi, how are you? I remember you. I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof.
It's been a sad week at Blackwell. It's a sad world, Max. But you're so damn young. Oh, if I could go back and be your age again. I truly wish I could help you. You did the last time you talked to me. Now you look like you could do with help of your own. Just to find some answers. I'm probably a bigger snoop than you. People pretend to not see me. So I see everybody and everything. Including Nathan Prescott? That spoiled shit finally got kicked out of his daddy's school. He also drugged the girl who tried to jump. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. I feel like I can trust you as much as Chloe. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Could be. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Thanks for that storm warning, Max. And, I'll let you know if I find out anything. Okay. Ich spule das jetzt auch nicht zurück, weil ich glaube, dass sie sich vielleicht so in Sicherheit bringen kann. War da hinten noch irgendwas? Nur tote Vögel! Na gut. Good Lord, Bacon. I'm ready to nosh again. Oh, but I need to get those keys from Frank. Warren! No! Oh, okay, es ist offiziell ausverkauft, aber ich habe uns Tickets organisiert. Musste dafür ein paar Typen verscheuchen. Verdammte Nerds. Ich wette, wir müssen zwischen Date mit Warren und der Party entscheiden. Und ich werde sowas von das Date mit Warren nehmen. Safe. Never mind me, officer. I'm just here to steal a drug dealer's keys. Nathan has time to get drugs from Frank because he was expelled. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those beans. Are you fucking insane? I was eating those beans! You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns, and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. Aww. Aiming a gun doesn't make you any sexier. Grab your keys and let's check out your RV. Landy, let's not. Love.
You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. There she is, Super Maxine. That's your new nickname around the bay. Sorry, but you did earn it. We're all real proud of you for helping Kate down. Thanks, Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Kate is who counts. I'm glad you're representing Blackwell Academy. Warum habe ich so viele Antwortmöglichkeiten? What? I guess Kate Marshall will be the face of Blackwell for a while. And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Do you think Arcadia Bay is a weird town? I'd take a normal city with normal problems about now. Makes me sick thinking about it. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but he's too eager. He's eager to be a dick to me and Chloe. That's true. He was ranting about a stolen gun, and then I tuned out. Somebody's always out to get him. What can I do for you, Max? I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. Chitty. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. Aww. I better finish my breakfast first. What can I do for you, Max? Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Try interrogating somebody else. Diese Schlüsselinformation kannst du entweder bei Frank, Nathan oder Wachtmeister Barry einsetzen. No! Sowas kann ich doch nicht entscheiden. Oh mein Gott. Rachel. Whatever the fuck. Oh, look. Rachel, Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. Holy shit, what do you want now? Also ich kann diese Info nur einmal benutzen, ne? Also ich kann sie jetzt nicht bei ihm benutzen und den anderen. Also ich kann sie nur, das stand oder, oder? Sicher, ja. Nein, bei jedem. Okay.
Könntest ja dann zurückspulen, falls was Doofes bei rauskommt. Aha. Aber ich glaube, also, I don't know. Your sugar daddy will always protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care, hmm? Spoiler alert, he's an asshole. Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Holy shit, what do you want now? I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart, too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're mir doch egal. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Holy shit, what do you want now? Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies, just go over to Frank and whisper, higher education. You'll hook your ass up. Guck mal, wisst ihr, was ich richtig dumm finde? Jetzt gerade haben die hook you up oder hook me up mit verkuppeln übersetzt. Und eben war hooking up miteinander schlafen. Also es ist so... Okay. Ich glaube, ich kann jetzt nochmal mit dem Polizisten sprechen. What can I do for you, Max? Rachel und Frank. Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell with Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. Mini Molly! I want you to stay out of his orbit, okay? Danke für den Raid! I heard something about Hallo Frank Bowers and an alle Menschen, die von Mini Molly kommen. Love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You can bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Life is Strange, Episode 3. Frank used to bet on dog fights. Oh my god. To his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs. Sehr gut. Kept one for himself. Sehr gut. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Kann ich... Nee, die Sprechblase war jetzt auch für Frank, ne? Oh, sind das deine Emotes? Die sind ja mega süß. Mini-Modi-Hype. Cutie. Hook up on drug heißt eigentlich mit Drogen versorgen, jemanden abhängig machen. Ja, aber ich finde, hooking up ist definitiv nicht miteinander schlafen. Also das fand ich ein bisschen... I don't know. Hab eben reingeschaltet, weil du mir vorgeschlagen wurdest und jetzt raided Mini dich einfach. Voll cool! Hallo an alle, die neu dabei sind. So, dann gehen wir mal zu Frank. What the fuck now? Okay, gehen wir über die geretteten Hunde über Drogen kaufen. Ich meine, ich würde über die geretteten Hunde gehen, oder? Ich kenne dich von YouTube, wusste gar nicht, dass du streamst. Hallo! Hundis ist harmloser. Ja, und ich glaube auch ein bisschen glaubwürdiger, oder? Schon fast 3 Stunden. Oh mein Gott. Das wird wieder ein Fest, dieses Video zu rendern. Okay, wir gehen über die Hunde. Scary, but you did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? Yes! I could go grab him from your RV right now.
I won't even let you pick up the dog shit. Oh Mann, alles was ich will, ist einfach nur duschen und den Hund streicheln. Besides, you don't want a leash. You want these keys right here. Look at your eyes dilate. You're worse than a junkie, Max. Oh no. No fix for you. Okay. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys. Bitch. Renn! Give me my keys now. Renn! Oh, okay, ich kann nicht rennen. Ich dachte, ich kann mit den Schlüsseln jetzt wegrennen. Keep okay. Up. Now back to Chloe. Okay. Das macht natürlich mehr Sinn. Dieser Moment, wenn man mal rechnet, dass Infinity dieses Spiel über 10 Stunden gestreamt hat und man immer dabei war, ich denke mir nur, what the fuck? Das kam mir immer nur wie 10 Minuten oder so vor. Aber jetzt mal ehrlich, mir kam das, oh, davor ist alles da. Mir kam das auch nicht so lang vor. Ich vertausche mal die Dings. Hi, girl. I'd love to talk, Max, but I'm drowning in puddle scum. Emma, nie willst du mit mir reden. Nee. Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass der Hund uns antwortet. Ach nee, sie hat ja was gefunden. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Wow. Now let's get in and out. Wow. You'll need this, The amazing Spider-Max. Spielst du das erste On your Mal mark, get ja. set. Throw. Hey, Bobby. Parkplatz. Get the treat, treat boy. I think we just made that dog our bitch. Wäre der von einem Auto überfahren worden? Let's not waste time. Wenn wir ihn Richtung Straße geworfen hätten? The doggy is busy now, but he might come back. Das hätte ich mir nie verziehen. Ich habe nur die erste Folge, also den Anfang bei Gronk geguckt, wo sie durch die Schule läuft. Sonst habe ich nichts gesehen. Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy. Ja, wäre er. Oh mein Gott. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Wovor kann ich Alyssa retten? Oh, we could ja, aber guck mal, Leute, das ist jetzt was, das hätte ich nicht gewusst ohne euch. Deswegen lasse ich das Big jetzt. Sir and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you dare me to drive it like you dared me to kiss you? Ich finde das auch so geil. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Das Auto hat sie mit der Pfütze besprochen. Ach ja, okay. You scope the area while I das könnte, das verkraftet sie jetzt einmal, okay? Oh, nicer PC. Frank is almost a made-for-TV hoarder. This place is nasty. Nasty. Alyssa ist die mit den blauen Haaren. Hat sie blaue Haare? Lila Haare? Hundefutter. Können wir den Hund füttern? I think the doggy likes his bone more. Aber ich möchte ihn füttern. Pompidou? For reals? Pompidou. That's a poodle's name. I believe I spider. Good to know Frank has a knife lying around. Of course Frank gets the munchies. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Yes! Yes, girl! Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Crappy Wi-Fi out here. That's almost cute to see Frank posing with his dog. I could pry this vent open with the right tool. Wow, das wäre so ein innovatives Versteck für Drogen. Darauf würde nie jemand kommen. Is Frank going to deal online now?
Ich habe gestern oder vorgestern die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast geguckt. War gut. Gute Devise. That's a pretty extreme lighter. Too bad I don't have my Frank Bauer's decoder ring. Are these for Frank, or is he selling them? Or both? How can somebody live like this? This is almost as good as a set of keys. Curses! Nothing here. Aber nichts drin? Oh. Whoa, what the hell is he doing? Oh shit, the knife is broken. Was macht er mit dem... Wer macht was mit dem Hund? Soll ich ihm das Messer wieder reparieren? Kann ich das Messer da so wieder hinlegen? Oder? Nee. The archetypal filthy guy dishes. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Leute, ich muss aber jetzt mal sagen, ihr reagiert aber manchmal auch ein bisschen böse, ne? Also ich lese auch manchmal Sachen, die sich wiederholen, aber dann schreiben so viele immer an die Leute, nervt doch nicht damit, nervt doch nicht damit. Ignoriert es doch einfach. That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Zip, nada, nothing. Whoa, what the hell is he doing with that dog? Stop it. My blade will open any portal. Oh man, Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Frankie B., hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am Abend Pompidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. R.A. Rachel Amber. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Frank, was du getan hast, war uncool. Und ich schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen. Und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. XORA. Okay. Ooh, Frank's stash. No more secrets. Thank you.
I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. Die Hookup-Übersetzung war wohl doch nicht so falsch. Ja, aber da... wurde das ja dann so, schon so voll verraten. Wenn sie da nur so geschrieben hätten, angebändelt oder so, dann hätte man es vielleicht noch nicht so gewusst. Okay. Let's go back to Chloe. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms on a stepfucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! You totally defended Step Stalker! Fuck everybody! Chloe! Er und seine Beans. Mr. Bean. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. So now it's Rachel's fault too? Jesus, she was banging that pig, Frank! Bitch lied to my face, Max! I can't trust anybody again. Everybody pretends to care until they don't. Even you. Chloe Price, you better take that back. Right now. Okay, fine. But you just don't understand. It's like I'm being punished by the universe. So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here, alive, with me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Oh my God, what is happening now?
sind wir jetzt hier plötzlich bei Harry Potter. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. And throwback! I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Is he in give me the thumbs up or thumbs down. Well... I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. That's I know I've seen those pictures before. True. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right, like... Man, I remember Chloe reading this. But not after today. You're the real cook here? I am, when your mom is away. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Chloe was so into manga. Nice hair. Und jetzt hat sie genau die gleichen Haare. That's a cool snow dough. Das Telefon! Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. No. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Nein, aber das wird auch alles verändern. Das wird auch die ganze Zukunft verändern. Butterfly Effect. Delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. Oh my god. Where are my keys? Ich weiß es nicht. Wo sind die Schlüssel? You mean your college fund? Keys, please. Oh yeah, I miss movie nights. Nein, nein, ist egal. Weg. Aha. No! You can't. Okay. Guck weg. So. Careful, Max. William can totally nein, see. Nein, kann er nicht. Shit, where are my keys? Hier nicht. That's a dollar for the score. You mean your college fund? Oh, ich kann die Schlüssel verstehen. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. I forgot about this. Back to the... Warum muss ich zurückspulen? I knew this thing would come in handy. How did my keys get in here? No! And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. No. Where jar?
I need to hide the keys where William won't hear his dumb beeper. No! Max, this is not the best time for a prank. Keys, please. I was just... are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. I'll get you back someday. And no Chloe and... Okay, wo er sie nicht hört. I'll let her know kann ich that. Yes. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. So of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus aber is great. Aber das wird jetzt alles verändern. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Oh, mir ist so schlecht. Yeah, Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke them peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stone? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Thank you.
Ist das ein Wal? No! No, 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 no! Nein! Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor. Sag nicht, dass die Episode vorbei ist. No! Ich meine, man weiß ja, dass man das noch rückgängig machen kann. Also irgendwas muss man ja noch machen, weil es sind ja noch 2 Episoden, aber... Nein, ich hatte nicht die Wahl. Das hat mich immer wieder zurückgeschmissen. Die Musik macht's nicht besser. Boah. Das Spiel ist so krass. Was glaubst du, ist passiert? Also ich glaube, dass Chloe stattdessen einen Autounfall hatte, oder?
Chaos-Theorie halt, ja. Stimmt. Ich könnte das alles schon... Oh, ich kann gar nicht lesen. Ich könnte das alles schon... Ich habe trotzdem immer wieder Gänsehaut, wenn ich diese Szene sehe. Ich habe irgendwie mit allem gerechnet, aber damit nicht. Nee, du hattest keine Wahl, als es zu ändern, oder? Nee. Aber, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man das nochmal irgendwie rückgängig machen kann oder so, aber... Opinion sein. Aber jetzt hat sie einen liebevollen Vater und durch eine Behinderung ist das Leben ja nicht vorbei oder wertlos. Ja, und zumindest... Also sie sah nicht unglücklich aus, muss man ehrlich sagen. Geht's morgen weiter? Ich denke schon. Ich denke, wir werden morgen die vierte Episode spielen. So eine Einschränkung ist man, denke ich, meist unglücklich, ja. Erstmal noch Miss Snow White, vielen Dank für die Bits. Das habe ich gerade erst gesehen. Und Ninzi_XX_Infinity, danke für 3 Monate. Wieder um 18.30 Uhr oder 19 Uhr? Ich denke mal um 18 Uhr. Vielleicht aber auch 18.30 Uhr. Geht mal von 18 Uhr aus und wenn es ein bisschen später wird, sage ich euch Bescheid, okay? Danke für den Livestream. Danke euch, Leute. Das war echt... Ja, der Titel ist ihr Programm, ne? Lasst uns zusammen emotional sein. Du hast das Geld liegen gelassen. Ich will die gar nicht angucken. Die Entscheidung. Du hast Chloe nicht geküsst. Krass, 77% haben Chloe geküsst. Du hast für Chloe Partei ergriffen, haben 81%. Deinetwegen wurde Franks Hund verletzt. Oha, wenn wir den auf die Straße geschmissen hätten, dann wäre der tatsächlich... angefahren worden. Ah, Chloe hat Davids Waffe, Frank hat Davids Waffe. Dann wäre das noch ein Unterschied gewesen, wenn wir...
Wenn wir nicht auf ihn geschossen hätten, dann hätte er unsere Waffe gehabt. Du hast die Obdachlose gewarnt, nur 29%. Du hast in der Vergangenheit ein Foto geschossen. Du hast ein Zeichen am Kamin hinterlassen. Wow! Wow! Oh mein Gott. Hey, Baby. Die Episode war so krank. Warum sind die Sachen da hier drin? Warum machst du die nicht an? Ich hab da keine Kapazitäten für. Baby. Beautiful Nina. Mein Pickel ist auch wieder am Start. Oh boy. Das muss ich jetzt erstmal alles verkraften. Ja, wie gesagt, morgen werden wir dann, denke ich mal, die vierte Episode spielen. Geht mal von 18 Uhr aus und wenn nicht, dann, also ja, ich sage euch auf Twitter und Instagram dann ja immer Bescheid. Vielen, vielen Dank für diesen Wahnsinns-Stream. Ich bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, mit euch so ein Spiel zu spielen, weil das macht so, so, so viel Spaß. Ja, und ich finde es richtig cool, das zusammenzuspielen. Gut, dass du nicht monatelang auf die nächste Episode warten musst. War das so? War das so, als das Spiel rausgekommen ist? Mussten dann alle monatelang auf die nächste Episode warten? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Ach du Scheiße. Okay, wir sind froh, dass wir erst jetzt spielen. Okay. Es hat mega viel Spaß gemacht. Erstmal YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.